Hallo zusammen, frohe Weihnachten kann ich sagen, auch wenn ich hier barfuß in kurzer Hose, T-Shirt stehe. Ich bin in Neuseeland, ich bin in Hawaii, ich bin in Coromandel. Das ist auf der Nordinsel, auf der rechten Seite, ungefähr auf der Höhe von Auckland, aber halt am Meer. Ich stehe bewusst jetzt hier am Meer und im Rauschen der Wellen, in der Hoffnung, dass du so ein bisschen in Urlaubsfeeling kommst. Thema sind aber nicht Wellen oder Urlaub, sondern Thema ist Filter. Und zwar habe ich hier in der Hand das Steckfiltersystem von Rollei. Und der Disclaimer, das hat Rollei mir ausgeliehen für den Urlaub. Und sie haben mich aber nicht aufgefordert, ein Video zu machen oder irgendwas, sondern ihr habt mich gebeten, auf Instagram doch endlich ein Review dazu zu machen. Und ja, ich habe mich bequatschen lassen von euch, hier das Review dazu. Hinter der Kamera, für euch nicht zu sehen, stehen meine beiden Mädels, Christina und Ronja. Und gucken gespannt, was ich hier mache. So, Steckfilter, mal unabhängig davon, ob von Rollei oder nicht. Der Vorteil gegenüber runden Filtern ist, dass ich Filter kombinieren kann. Ich filme jetzt mit der Panasonic GH5 und da habe ich drauf einen runden ND8-Filter, den habe ich halt einfach, der ist immer drauf, tagsüber ist der immer drauf, pauschal. Und der Vorteil davon ist, der ist klein, der fällt überhaupt nicht auf, den kann ich in die Tasche stecken. Ich habe jetzt hier die Cosi-Speed-Tasche um, wo die Kamera drin ist und dann habe ich hier so ein kleines Filtersystem. Man kann das halt rauf und abnehmen und es ist klein und relativ günstig. Die sind größer offensichtlich, das ist tatsächlich so. Ich bin seit 6 Wochen hier unterwegs, seit 6 Wochen habe ich die quasi täglich im Einsatz und halt immer auch im Rucksack. Und das ist doch ein ganz schönes Paket. Nicht so sehr das Gewicht, das ist nicht das Problem, aber der Rucksack füllt sich einfach relativ schnell auch damit, weil man nimmt dann gleich mehrere. Das ist ein bisschen der Nachteil daran. Der Vorteil ist, ich kann sie wie gesagt sehr einfach kombinieren. Runde Filter kann ich zwar auch mehrere aufeinander schrauben, aber in der Landschaftsfotografie arbeite ich ja überwiegend mit Weitwinkel, Ultraweitwinkel. Und wenn ich einen Ultraweitwinkel habe, dann habe ich immer ein Problem mit Vignetten. Und wenn ich dann mehrere Filter davor schraube, dann habe ich einfach ein Vignettenproblem sehr leicht. Abhängig davon, welche Filter ich nehme und so weiter und so fort. Aber es ist tatsächlich eventuell ein Thema. Das ist hier nicht so. Das ist das aktuelle Rollei-System. Sie haben auch ein älteres, das ist halt das aktuelle. Das hat den Vorteil, ich zeige mal, es sind zwei Teile. Das ist einmal die Halterung selbst natürlich. Das schraube ich auf die Kamera drauf und hier ist jetzt ein Adapterring dabei, das ist 82 mm. Ich habe dabei zum Beispiel auch 77 mm Objektive, das Sigma 1750 wir kennen und das Sony 2405. Die haben 77 mm, dann nehme ich auf den Adapterring und kann das darauf schrauben. Und dann zusätzlich halt die Filterhalterung, hier ist jetzt schon drauf ein Filter, Steckfilter, den kann ich da einfach raufschieben. Und ich kann bis zu 3 Steckfilter kombinieren. Plus ein Polfilter. Den Polfilter kann ich hier einfach reinschrauben und dann halt eben das Ganze kombinieren. Ich benutze sehr viel tatsächlich den Polfilter plus ND1000 oder plus ND64 oder auch sehr häufig den 1000er Filter plus noch den 8er oder plus noch einen Verlaufsfilter oder sowas. Ein Verlaufsfilter. Habe ich früher mal gesagt, Humbug braucht man nicht. Das braucht man tatsächlich nicht, wenn man nacharbeiten möchte. Man kann immer eine Belichtungsreihe machen und im Photoshop Bilder zusammenbauen, HDR machen und so weiter. Ich bin im Urlaub, ich möchte nicht viel Nachbearbeitung machen und ich kann auch nicht so viel Nachbearbeitung machen. Ich habe halt nur den Laptop dabei, ich sitze im Wohnwagen, ich habe wirklich ein Lichtproblem, dass es tagsüber zu hell ist, den nicht richtig dunkel machen kann zum Arbeiten. Die Mädels sitzen daneben, die wollen es nicht dunkel haben und so weiter. Also ich möchte keine Nachbearbeitung machen, wenn es nicht sein muss. Und deswegen mache ich sehr viel in Kamera. Außerdem bin ich hier am Meer und am Meer ist ein Verlaufsfilter überraschend gut, weil ich eine Regel, so wie man es hinter mir sieht, Himmel, Wasser, abgeschnitten. Je nachdem sind da noch ein paar Felsen drin oder nicht, oder ein Schiff oder so. Aber im Wesentlichen Himmel, Wasser, beziehungsweise Himmel, Wasser, Land, je nach Bildausschnitt. Und da ist ein Verlaufsfilter tatsächlich, macht mir das Leben einfacher. Deswegen benutze ich die hier relativ häufig. Habe ich vor diesem Urlaub noch nie benutzt und würde ich jetzt auch nicht mit in die Alpen schleppen. Aber am Meer, eine super Sache. So, was mache ich damit? Ich zeige mal nebenbei ein paar Bilder, zum Beispiel dieses Bild von dem Vulkan. Und zwar ist das auf der anderen Küstenseite, da waren wir vorgestern. Das ist ein typisches Beispiel hier in Neuseeland, da haben wir 3 Tage für gebraucht, bis der mal zu sehen war. Weil das ist ein Wolkenfänger, 2500 Meter hoch, steht direkt am Meer, isoliert, keine Berge drumherum. Und demnach, wenn es irgendwo Wolken gibt, dann hängen die da. Und man sieht den also nur selten. Und dann bin ich also nachts hochgelaufen im Dunkeln. War zum Sonnenaufgang, vor Sonnenaufgang, um 10 nach 5 war ich da oben und habe halt angefangen zu fotografieren. Die Sonne kam langsam hoch, Wolken und so weiter. Also habe ich auch ein bisschen Glück gehabt. Aber jedenfalls dieser Tümpel und ich wollte die Spiegelung haben mit perfekter Symmetrie, mit den Dreiecken, die sich dadurch ergeben. Und dafür brauche ich einen Graufilter, weil das Wasser, es war sehr windig, das Wasser ist, sonst hat das halt so die Kräusel drauf. Da hatte ich im Einsatz einen ND64 hier raus. Oder wenn ich hier am Meer stehe tagsüber,
auch gar nicht unbedingt, man kann immer argumentieren, ob das nun gut oder schlecht ist, besser oder schlechter. Es ist gar nicht das Thema, sondern es macht einfach furchtbar Spaß, es macht wirklich Laune. Ich bin ein Bergfotograf, ich bin da nicht so erfahren mit Meer. Ich hab noch richtig Freude am Wasser, weil es für mich ein neues Element ist. Ich lerne auch sehr viel im Moment. Ich entwickle mich da auch in meiner Meeresfotografie so ein bisschen weiter natürlich, wenn ich jeden Tag hier stehe. Und im Moment habe ich einfach Freude, mich irgendwo hinzustellen und zu sagen, aha, ich sehe Wellen, aha, ich hau mal ND1000 plus ND64 drauf und ich belichte mal 5 Minuten in der Mittagssonne und habe ganz glattes Wasser. Voll cool, es macht einfach wirklich Spaß. Speaking of Wasser, es fängt an zu regnen. Ich muss ein bisschen Gas geben. Also es macht wirklich, wirklich Spaß hiermit. Am Anfang, das kann ich auch ruhig sagen, habe ich ein bisschen geflucht über das Ganze, weil ich bin es gewöhnt, einen Rundfilter, den schraube ich rauf und gut ist. Hier muss ich halt erst das Ding raufschrauben, mit Adapterregen, mit dem Steckfilter reinstecken. Ist ein bisschen mühsam, aber wenn man das 5-mal gemacht hat, 10-mal gemacht hat, ich habe es jetzt 50, 100-mal gemacht, keine Ahnung, geht das blitzschnell, ruckzuck und es ist automatisch. Und man fühlt sich wie ein Profi-Fotograf, einfach weil es irgendwie ein Profi-Tool ist. Das muss man ja auch mal ein bisschen sagen. Es macht halt auch deswegen mehr Spaß, weil es sich professioneller anfühlt. Diese Filter speziell noch, die haben keine Vignette. Das ist ein Problem. Bei älteren Steckfiltersystemen ist es häufig so, dass es zu einer Vignette kommt. Wenn du mit Weitwinkel arbeitest, ist das hier nicht so. Es liegt daran, wie die halt hergestellt werden. Außerdem haben sie kein Jein. Also Farbverschiebung haben sie. Im Sinne von, wenn ich da ein ND1000 und ein ND64 rauf habe, 2 dunkle Glasscheiben, dann habe ich natürlich ein Problem, was die Farbe angeht. Aber das verschiebt sich nur, das kann ich, wenn ich mit RAW arbeite, ganz leicht wieder zurückschieben. Das ist überhaupt kein Problem. Ich kann mit der Sony A7 R3 auch noch fokussieren bei Tageslicht und ND1000 plus ND64 plus Polfilter kann ich noch fokussieren, aber nur bei Tageslicht. Wenn es in die Dämmerung reingeht, dann natürlich nicht mehr. Hierbei sehr convenient ist, ich habe hier einen Druckknopf und dann kann ich die einfach abklappen. Das heißt, ich kann abklappen, fokussieren oder auch ein Vergleichsbild machen, wenn ich das möchte, wenn ich mich nicht entscheiden kann. Und dann kann ich wieder raufstecken. Also so eine Sekunde ab, Foto machen oder fokussieren und das wieder rauf. Das macht mir die Arbeit halt sehr viel einfacher. Dann, was ihr mich gefragt habt, wie ist das mit Spiegelung? Weil das ist natürlich ein Problem. Wenn ich mit Ultraweitwinkel am Tag arbeite, dann ist die Sonne sehr häufig mit im Bild. Einfach weil ich einen weiten Bildausschnitt habe. Und jetzt habe ich teure Objektive, die spezial beschichtet sind, damit sie wenig Reflexionen von der Sonne haben. Und dann will ich natürlich nicht eine billige Glasscheibe davor setzen, weil sonst habe ich das Problem wieder. Gerade weil die dann auch ein Stück weg sind. Und wenn ich 2 Filter kombiniere, dann habe ich eine relativ dicke Glasschicht, quasi eine Doppelverglasung, mit auch noch Abstand zum Objektiv und das führt ganz schnell zu Reflexion. Das ist hier nicht so, dass es mir in der Praxis aufgefallen wäre. Bei keinem einzigen Bild habe ich gedacht, oh Mist, das habe ich da irgendwie Reflexion. Nein, überhaupt gar kein Problem. Die Filter selbst, die kommen in einzelnen kleinen Schutztaschen. Man kann auch eine spezielle Filtertasche dafür kaufen, dann ist das Ganze ein bisschen kompakter. Ich mache das lieber so, weil ich in der Regel nicht alle mitnehme, sondern ich weiß ja, was ich machen will. Und dann nehme ich zum Beispiel nur 1 oder 2 Filter mit und dann ist das klein und convenient mitzunehmen. Außerdem habe ich immer griffbereit einen Blasebalg und ein Putztuch. Weil ich bin hier, ich stehe häufig direkt am oder sogar im Wasser, das heißt, ich habe das Spritz-Salzwasser gegen die Dinger und dann habe ich Sand da drauf und so weiter. Das heißt, dann versuche ich das möglichst kratzfrei. Ich habe noch keinen Kratzer reingekriegt, was sehr ungewöhnlich ist. Christina schimpft immer mit mir, wie ich mit meinem Material umgehe. Ja, sie nickt mir zu, wie ich mit meinem Material umgehe, aber ich bin halt immer in Hektik und dann fällt mir was runter. Also ich kann bestätigen, die dürfen auch mal auf den Stein fallen. Roller wirbt ja damit und ich habe das unfreiwillig ausprobiert. Ich habe sie mehrfach, sind mir schon welche runtergefallen und bislang sind sie weder zerkratzt noch zerbrochen. Auch das kann man sicherlich mit, ich habe mich nicht raufgestellt. Mit Gewalt kriegt man das sicherlich hin, aber in der Praxis halten die relativ lange, selbst in meiner groben Vorgehensweise. So, Fazit. Ich habe es, glaube ich, angedeutet. Ich bin sehr zufrieden damit. Wenn du meinen Instagram-Stories gefolgt bist die letzten Wochen, dann hast du auch sehr häufig gesehen, dass ich sie im Einsatz habe. Also ich benutze sie wirklich auf vielen meiner Bilder. Die habe ich damit gemacht und viele meiner Bilder konnte ich auch nur damit machen. Schlusswort, ich habe es angedeutet. Natürlich kann man immer argumentieren, Langzeitbelichtung macht ja jeder, also ist das doof, das höre ich, habe ich mehrfach auf Facebook vor allem gelesen, dass mir jemand schreibt, Langzeitbelichtung sind inzwischen out, weil jeder das macht. Ja, was ist die Alternative in Kurzzeitbelichtung? Ich mache natürlich immer beides und dann entscheide ich, was mir besser gefällt. Und das ist eben häufig die Langzeitbelichtung, beziehungsweise beim Polfilter halt häufig auch eben die Polfiltervision, aber nicht immer. Auch das habe ich in einem Video von vor 2, 3 Wochen schon mal angedeutet. So oder so, ganz viel Spaß mit deiner Filterfotografie oder mit deiner Meeresfotografie, egal mit oder ohne Filter. Schöne Weihnachten. Für uns geht der Urlaub leider langsam zu Ende. Wir sind Weihnachten wieder zu Hause
und zurück in der Kälte und so weiter. Genau hier könnte ich es, glaube ich, noch ein bisschen länger aushalten, obwohl es hier relativ viele Sandflies hat. Als Trostpflaster für die, die schon mal in Neuseeland waren, es hat hier Sandflies. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Perfekte Tester für sowas. Willst du mal fallen lassen? Also das fallen lässt, bekrümelst, irgendwo liegen lässt. Liegen lassen habe ich gar nicht. Ich habe, glaube ich, noch gar nichts verloren. Ich bin 6 Wochen hier. Ich habe nichts verloren, ich habe nichts kaputt gemacht. Ja, aber dein Equipment liegt erstaunlich oft irgendwo am Boden rum. Ja, und? Ich sage immer Kriegsberichterstatter, da gibt es das gleiche Zeug. So, das war's schon. Kann ich das noch drehen? Ja, aber du wirst nicht gerade angegriffen. Von Möwen. Meine Drohne wird von Möwen angegriffen. Das war wirklich witzig. Das war wirklich witzig. Ja. So.